Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück. Jo, The Ring City. Eine fürchterliche Passage. Ich habe jetzt, kurz eine Pause eingelegt und wir sind nach wie vor wieder bei diesem Ritterfreund, der uns einfach viel zu oft und viel zu derb einschenkt. Und selbst wenn wir den überstanden haben, die eigentliche Challenge wartet ja draußen auf uns. Aber es gibt eine recht gute Taktik, wie wir den bekämpfen können oder zumindest etwas, ja, quasi einen Vorteil für uns rausspielen können. Und zwar über diesen Kronleuchter, dann dort rüber. Gott sei Dank funktioniert das, weil ich glaube, der Sturz wäre zu tief. Und wir springen ihm dann gleich nochmal auf die Birne. Wenn wir ihn denn. Ah, verdammt. Er ist jetzt natürlich komplett aggro. Und. Ah, jetzt haben wir ihn. Und down. Nice. Titanitbrocken. So. Die eigentliche Challenge wartet ja da draußen auf uns. Ich hoffe so sehr. So sehr, dass ich nicht wieder verkacke. Aber. Leichter gesagt als getan. So, ich muss unbedingt auf den Verfluchtheitsbalken achten. So, und ich habe mir die letzte Rendering-Aufnahme angesehen. Ich weiß es nicht, ob nicht vielleicht sogar dahinter ein. Selbst wenn ein Bonfire wäre, ich werde dort nicht hingehen. Da muss doch irgendwo mal wieder ein Bonfire sein. Das gibt's doch nischt. So, die zwei Kollegen, die können wir ja ausschalten, indem wir uns auf ihren Kopf fallen lassen. Und dann haben wir wenigstens ein wenig, ein kleines wenig. Oh shit, der hat uns gesehen. Das ist natürlich blöd. Okay, Rückzug. Rückzug, sagte ich. Wir müssen uns Zeit nehmen. Das ist tatsächlich kein Gebiet, wo man irgendwie nur durchrushen könnte. So, jetzt stehen die dort oben. Und ich möchte ja unbedingt, zumindest die beiden müssen wir wegbekommen. Und dann hoffe ich, dass wir den Dialog bei der Tür neu triggern können. Und ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, wenn das so ist. Wenn das so ist, dass vielleicht sogar hinter dieser Tür ein Bonfire auf uns wartet, das wäre natürlich optimal. So, jetzt nur nicht zu überstürzen. So, einer kommt hoch. Ja, der kleine Scheißer da. Tea Time. Abwarten und Tee trinken. Was anderes können wir nicht machen. Und es ist mir tatsächlich zu riskant, mich auf einen Infight mit diesen zwei Kopflosen da einzulassen. Einer alleine würde ja noch gehen, aber wir haben da noch einen so einen Blitzwerfer und zwei von diesen kopflosen Dingern. Und ich war ja schon mal so weit. Wir hatten ja schon beide down und dann wurde ich verflucht und war instant tot. Das ist fürchterlich. Okay. Er läuft zurück. Jetzt kommt wahrscheinlich der zweite. Ich weiß es ja nicht, ob mich die da sehen können, wenn ich hier stehe. Allein die Schritte sind unheimlich. So, beide unten. Dann schnappen wir uns den mal. Dass uns der nicht gefährlich werden kann. Jetzt hoch auf die. Boah, da steht der dritte. Das sind drei. Das sind verdammt nochmal drei. Okay, das bringt nichts. Der steht dort oben. So, weg, 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 weg. Okay, naja, gut. Gut, dass wir ihn gleich entdeckt haben. Später wäre es zu spät gewesen.
Ja, zumindest zieltechnisch kann man in diesem Gebiet richtig geil farmen. So, wenn wir Glück haben, es reicht ja ein guter Fallangriff. Wenn wir Glück haben, ist der wieder nach rückwärts. Ah, der steht da hinten. Ich weiß es nicht. Andererseits, ich kann jetzt auch nicht wochenlang hier stehen bleiben. Wir versuchen es mal. Yes, der ist down. Ich habe vor, wie so Assassin's Creed mäßig. Moment, haben uns die jetzt nicht gesehen? Die nächsten. Ah, no, 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 no. Nicht gut. Wo ist der, wo ist der, wo ist der, ah, da ist der zweite, okay. Okay, wir müssen weg, wir müssen weg. Wow, das war knapp, das war knapp. Ich habe das Schwert im Augenwinkel. Shit. Die sind einfach zu anschmiegsam. Ist der jetzt draußen oder herinnen? Bei herinnen wäre vielleicht auch okay, wir müssen ja die... Okay, nur noch zwei große, ich höre ihn. Da ist er. Ein guter Drop reicht. Kommt der hoch? Der kommt hoch. Wie gesagt, tut mir leid, wenn das etwas länger dauert. Aber ich will die beiden loswerden. Ich will dort oben dieses Gespräch. Hoffentlich triggert das neu. Nochmal. Und. So. Ja, das kann jetzt. Das wird jetzt. Das ist hochgradig riskant. Okay, wir sind. Solange wir angreifen, sind wir relativ safe. So. Nice. Bleibt nur noch einer übrig. He's really pissed. Also ich komme nicht bis rein, oder? Ist nur noch der. Nur noch der. Dann können wir uns oben um die Tür kümmern. So, das muss jetzt gut gehen. Wo ist er? Da hinten ist er. Wenn ich nur irgendwo ein Bonfire sehen könnte. Ich dachte vielleicht als ich die Aufnahmen gerendert habe, am Ende dieser Brücke, auf der wir jetzt stehen. Aber da erwartet uns ein weiterer roter Ritter. Das glaube ich nicht, dass dort ein Bonfire versteckt ist. So. Das war die Stelle, wo ich beim letzten Mal elendiglich draufgegangen bin. Aber wir können jetzt da mal ordentlich looten. Titanitbrocken, hohler Edelstein. So, okay. Ich hoffe, die ist noch da. Speak thee the name of God. Gott sei Dank. Quinn. Ah, then thou's not forgotten. Perhaps 'tis why we may converse. I am known as Shira, servant to the Princess Filianor, matriarch of the Church. They who are kin to God's name are surely kin to the terrors of the dark. Please, I bid thee take not from the princess her peace or rest. As the fire waneth, does she lie by the dark? All for the sake of man. Thou'st a kind heart to speak to a captive such as I. It is no surprise thou rememberest our God. Nein, die ist gefangen. Ich dachte schon, die lässt uns rein und da hinten ist ein Bonfire. May I ask thee a kindness? Perhaps thou'st beheld the lone dragon that inhabiteth this city. Medir is his name.
and the Archdragons are his forebears. He once railed against the dark, but was by dark afflicted. Now here, returned, he remaineth, to watch over the sleeping princess, true to the old accord. And yet, I would have thee put the dragon to rest, before the dark consumeth him, and his vows are forgot. Hui! Klingt nach einem optionalen Boss. Wollen wir einen Drachen töten, der von der Finsternis befallen ist? Ja, den Auftrag annehmen. Thou who art kin to God's name, please, take this. Die heilige Glocke von Philomor. May this token of thanks be of aid. Ja, mach die... I beg of thee, before the dark consumeth him and his... Mach die Tür auf, ich brauche ein Bonfire. I beg of thee, before the... Naja, gut. So, versteckt sich da hinten noch irgendwo was? Außer der. Kein Geheimgang, kein... Es würde da auch relativ wenig bringen. Also, Dark Souls ist schon grausam und brutal. Aber so fies sind die nicht, dass die da ein Bonfire herstellen. Oder vielleicht doch. Jetzt rede ich blöd und laufe die ganze Zeit wahrscheinlich ganz offenkundig an einem Bonfire vorbei. Bonfire. So. Und ja, ich bin jetzt im Moment übervorsichtig. Kommen wir dort rüber? Wir kommen da nicht lang. Ja, zwei Möglichkeiten. Entweder unten oder, und das macht mir richtig Sorgen, ich dachte vielleicht versteckt sich ja da ein Bonfire, aber da versteckt sich nur einer dieser Rotritter. Vielleicht. Oh, der wirkt richtig böse. Wie ängstlich man werden kann. Es ist unglaublich. Ich meine, ich habe die schon mehrmals besiegt. Oh, Leute. Das Problem ist, ich hoffe, das ist keine Falle. Oh, der ist neu. Der kann viel mehr als der andere. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. 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 No, no. Nope. 100 Nose. Nein, 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 der läuft uns nach, der läuft uns nach. Verdammt, wir sind gearscht. Mal sehen, wer mehr Ausdauer beim Laufen hat. Ich muss die ganze Strecke nochmal neu machen. Die Fackel. Boah, ich bin schon so paranoid. Wir müssen, wenn wir jetzt sterben, kann ich alles noch... Jetzt steht er da. Ja, okay, Leute, es bringt nichts. Ausdauer. Down! Titanitbrocken, zwei Stück. So, jetzt können wir uns mal ansehen, was der denn da beschützt hat. Aber höchstwahrscheinlich auch kein Bonfire. Das glaube ich nicht. Die können nicht neben so einem Boss, neben so einem Gegner ein Bonfire hinstellen. Ich stotter schon. Ich bin schon komplett fertig. Es ist zu viel für meine Nerven. So, konzentrieren.
Oder vielleicht stolper ich jetzt über diesen Drachen, diesen optionalen Post, wo ich ja unbedingt meinte, ja, den übernehmen wir. Das ist zu friedlich. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ist das ein NPC oder ist das ein gottgegebener, gewollter Scheibenkleister? Suche der Ausgestoßenen. Leckt's mich. Ich setze einen Cut. Ja, okay, man kann zumindest komplett durchlaufen bis hierher und nicht weiter. Und interessanterweise, hier sind wir uninteressant für die Gegner. Scheint so. Ich traue mich jetzt aber auch keinen unserer Freunde zu attackieren. Man weiß ja nicht, was ihnen einfällt. So, der obere lässt sich ja dann fallen. Das bedeutet, den sollten wir recht leicht bekommen. Schlag doch zu. So, die sind down. Wo sind die anderen beiden? Bekommen wir dich? Nein. Wir sind irgendwie uninteressant für ihn. Dann werden wir den wegschnitzen, bevor der dritte kommt. Also bevor der nächste kommt. Und ja, es bleibt da nichts anderes übrig. Wir werden uns unten umsehen müssen. Meine Seelen hinten, die habe ich übrigens verloren. Das ist jetzt schon der zweite Versuch zu überleben. Ja, das bringt so nichts. Ich hoffe tatsächlich, dass meine Theorie stimmt, dass wir hier safe sind. Wir werden... Okay. Das ist sehr strange. Hab Angst. Ja, meine 70.000 Seelen, die habe ich liegen lassen. Weil beim ersten Anlauf, Entschuldigung, ich habe etwas Schluck auf, ich habe das jetzt rausgekartet. Beim ersten Anlauf bin ich ziemlich am Anfang schon eliminiert worden. Wie hätte es anders sein können? So. Ja, wir können nur versuchen, unten lang zu laufen. Da oben. So, einen nach dem anderen. Jetzt. Und gleich in Deckung gehen, gleich in Deckung gehen. Aber es funktioniert zumindest. Man kann die komplette Strecke bis danach rückwärts in dieses kleine, in diese kleine Einbuchtung, in diese Sackgasse laufen. Wir haben schon wieder 41.000 Seelen, also zum Seelenfarmen ist das richtig geil da. So, dreh doch bitte um, damit ich auf die Brücke kann. Nee, den Gefallen tut er uns nicht. War ja klar. Ich will ihn einfach wegbekommen. Alles, was nicht mehr in diesem Level rumläuft, ist gut für uns. Ja, dann keine Ahnung. Dieses Phantom, das war, glaube ich, kein menschlicher Spieler. Das war ein NPC-Phantom. Das heißt, er wird wieder dort hinten auftauchen. Reizen würde es mich ja schon, wenn ich ja wissen will, was da für ein Loot ist. Aber vorher müssen wir ein Bonfire finden. Das gibt's doch nicht, dass da
so überhaupt keines gibt. Vielleicht sogar da unten. Und ich habe keine Ahnung, wie wir hier hochkommen. Weil irgendwo muss doch ein Bonfire sein. So, jetzt ist der fällig. Und da links müssen wir aufpassen. Ich glaube, das ist sogar mein Blutfleck da unten. So. Jetzt. Scheibenkleister. Das war das Falsche jetzt. Vor allem nehmen wir ja auch Schaden, wenn wir ihn mit dem Sturzangriff nicht erwischen. Elf ist das. So, aber jetzt erwischen wir ihn. Ah. Ja, man braucht Geduld. Sehr viel Geduld. Okay, also da links. Keine Ahnung, was sich dort versteckt. Aber das ist ja richtig... richtig mistig. Irgend so ein Flammenritter mit overpowered Schwamm Flammenangriff. Jetzt. Wieder nicht. Wieder das Falsche jetzt. Okay, sorry Leute. Aber ja, das gehört nun mal dazu. Leider. So, wir werden den jetzt, das dauert ewig. Wir machen den da jetzt kalt. Jetzt kommt sein Bauchklatscher. Oh. Die Revanche von ihm. Bis gleich. Jo, wieder zurück zum Start. Es ist einfach fürchterlich. Zwei gehen hoch und nur einer kommt zurück. Gut, der erste ist ein leichtes Opfer. So, mal kurz abwarten. Okay. Beide kehren um. Gut, den ersten erwischen wir leicht. Dann den wegschnitzen, sonst sind wir gleich wieder verflucht. Ausdauer, verdammt. Titanitbrocken haben wir jetzt, glaube ich, schon mittlerweile hunderte. So. Den Freund der Blitzewerfer auf der Brücke. Nicht wahr? Das ist... nee, ich mag nicht mehr. Jetzt liegen meine Seelen auch noch auf der Brücke. Bis gleich. Wieder zurück dorthin, wo ich hier schon vor einer halben Stunde war. Das ist, glaube ich, die längste Aufnahmesession ever bisher. Aber es geht auch nichts weiter. Gut, zwei gehen hoch, einer kommt zurück. Woran bin ich denn eigentlich? Ach ja, an den zwei Blitzer-Idioten auf der Brücke bin ich gestorben. Und wir sind tatsächlich mittlerweile die Seelen
so richtig total egal. So, dieses Peng, das man im Hintergrund gehört hat, war der erste, der sich jetzt runterfallen lassen hat. Der dreht jetzt um, der zweite, der rechts. Yes. Nice. Dann holen wir uns den ersten. Ich meine, mittlerweile ist es ja schon automatisch. Automatismus pur, so. Und tschüss, Mister. Sie haben gewonnen. Eine Halsuntersuchung. Problem ist, wir verlieren extrem viel Ausdauer und das ist immer eine ziemlich knappe Geschichte, die sich da abspielt. So, da sind meine Seelen eigentlich. So, wo ist der zweite? Können wir den vielleicht anhören? Der ist zu weit weg. Der steht da dämlich oben. Er hat uns nicht gesehen. Vielleicht sieht er uns auch nicht, wenn wir uns hier herstellen. Man weiß es ja nicht so genau. Ich könnte mir vorstellen, dass da hinten vielleicht ein Bonfire ist. Beide nebeneinander. Das ist auch nicht unbedingt das, was man sich wünscht. So, einer kommt zurück. Sicher ist sicher, ich pfeffer mir mal ein kühles Blondes in Form von Istos rein. So, jetzt. Down. So, nicht lange über den Sieg freuen. Lauf. Ja, Lauf ist gut. Ohne Kondition. Wird das schwierig. Kommen die wirklich hier nicht durch? Das könnte ja, weil ich vermute mal, das war nicht der letzte Anlauf. So leid es mir tut, Leute. Ich würde euch wirklich wahnsinnig gern Progress in the Game zeigen, aber es... So, wir werden es gleich wissen, ob die da jetzt durchkommen oder nicht. Wow! Und wie ich diese Rolle jetzt sogar... Sie kommen durch. Sie kommen durch, sie kommen durch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin ja viel gewohnt von diesem Spiel, aber das... Wo ist er denn? Hängt er jetzt da drin fest? Seelen, noch 2-3 Runs und ich kann nochmal leveln. So, den will... Oh nein, 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 hat uns jetzt... Ja, ich glaube, den haben wir außer Gefecht gesetzt. So. Das Ding verflucht uns da hinten. Grillparty! Grill Party, Grill Party, Grill Party. So. Ja, ich vertraue mal darauf, dass der da oben jetzt festgepackt ist, damit wir wenigstens ein bisschen mehr sehen von diesem Level. Gehen wir noch tiefer in den Abgrund. Was kann denn schon noch Schlimmes passieren? Oh Mann. So. Alles Gute kommt von oben, besonders in dem, in der Ring City. Wieso lebt denn der da hinten noch? Habe ich den nicht richtig erwischt, hä? Wie es scheint. Ja, um einen Millimeter. Ja, eh. Da ist noch ein... Oh, wie viel sind denn da? Bitte lass sie mich nicht gesehen haben.
ja. The Running Car Tactics. Ich weiß es nicht. Wir müssen an dem vorbeikommen. Alter, lauf! So, wo ist der jetzt? Erwische ich dich? Nein, war klar. Ja, oder wir versuchen es hier nochmal. Ich weiß es nicht. Hört man meine Verzweiflung? Die mittlerweile offenkundig ist. Das Problem ist, wir laufen mal da nach links. Sieht uns der? Ja klar sieht er uns. Ich check mal da die Lage ab. Es ist schon so egal. Dieser elendigliche Drecksausgestoßene wieder. Den lassen wir jetzt Ausgestoßener sein. Da ist dieser Ritter. Es ist egal, wo wir hingehen. Wir sind gearscht. Aber sowas von. Ja, okay, ich meine, diese 73.000, knapp 80.000 Seelen, die bekommen wir locker wieder. Ich will jetzt wissen, wo es hier weitergeht, ob es hier weitergeht. Weil sonst ist ja das eine never-ending Story. So, komm her. One by one. Ich meine, ich habe so einen ja schon mal geplättet. Vielleicht können wir den tatsächlich unter die Brücke locken. Laufen können die ja nicht. Aber er ist zu schnell, er ist viel zu schnell, weil bis wir jetzt da oben sind, ist er schon wieder weg. Da, der Sack dreht einfach um. So, das da hinten ist irgendwie komplett senseless. Wahrscheinlich ist dort das Bonfire. Ich weiß es nicht. Ja, was soll's. Wir laufen jetzt durch. Da unten stehen drei. Da geht's lang. Ja, da ist noch so ein Ritter. Okay, ich muss nur aufpassen, dass die Verfluchtheit sinkt. Es ist egal, er hat uns gesehen. Backstabbt ihn doch! Ich mag nicht mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.